Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Im letzten Part haben wir hier im Tempel der Morgenröte ein kniffliges Rätsel gelöst, aber ich bin natürlich so dermaßen klug, dass es für mich kein Problem war. Und jetzt wird es auf jeden Fall hier im Tempel noch weitergehen. Wir sollen eigentlich ganz woanders hin. Eigentlich sollen wir hier hin, da so mehr nach Nordosten. Aber ich bin gerade nach Nordwesten gelaufen, weil hier noch irgendein Geheimnis ist. Von schlimmster aussichtslos. Vielleicht ein geheimer Spark oder so, den ich hier bekommen kann. Sieht zumindest so aus. Wir gucken mal, was hier abgeht. Aufheben. Psst, restauriere die Gemälde. Okay. Das kommt... Oh Gott, wo kommt das rein? Ich teste mal kurz aus. Nee, passt nicht. So ein bisschen puzzeln. Nee, passt nicht. Es dürfte ja, es wird ja hoffentlich lückenlos dann alles gefüllt werden. Der könnte richtig sein. Ja, der sieht gut aus. Okay. So, dann den hier, warte mal, der hat am Rand, der hat so schwarze Sachen da am Rand, genau. Dann ist es das schon mal nicht. Die anderen beiden hatten nämlich am Rand irgendwas schwarzes Ohren oder so. Hier so schwarze Sachen, die halt da rausstehen. Ja, das sieht auch gut aus. Die Herzen passen auch, perfekt. So, dann, den hier, der hat auch schwarze Ohren oder sowas. Das ist dann noch hier. Wunderbar. Und dann das letzte, was noch fehlt. Hier ist noch ein Teil. Mhm. So, das ist dann hier. Ja, das war auch einfach, weil ich eben so dermaßen klug bin. Secret, Secrets. Oh, ein Blitzspark. Ein Sparky Spark, quasi. Warum hat er sich jetzt nicht mehr angeschlossen? Warum ist er jetzt abgehauen? Komm doch her. Ja, ich muss wahrscheinlich erst noch einen Kampf machen. Würde ich mal stark vermuten. Wir kommen hier auf jeden Fall wieder raus, sogar. Wo bin ich jetzt genau? Ah, hier auf so einer Extra-Insel. Okay, wo ich ansonsten auch nicht hinkommen könnte. Nur halt eben über den Tempelgarten. Okay. Ja, passt. Dann schauen wir uns hier mal noch um. Erstmal ein bisschen Geld. Da natürlich ein Kampf. Kavumbum, Stufe 6. Mhm. Da kann ich noch ein paar Münzen bekommen. Und ich glaube, sonst ist hier auch schon nichts mehr. Ich habe mich jetzt da oben noch nicht umgesehen, aber da komme ich ja eh dann gleich noch hin, wenn ich das hier wegmache. Ja, dann machen wir den Kampf gleich mal. Und kriegen hier anscheinend einen neuen Spark dann. Ja, das ist dann ziemlich cool, weil die haben schon teilweise starke Fähigkeiten, die Sparks. Und da ein neuer wäre auf jeden Fall nice. Hätte ich nichts dagegen. Da, große Map. Mit vielen Bob-Oms. Okay. Zerstöre Finsterzeit-Tor. Das ist meine Aufgabe hier, das zu zerstören. Okay. Der arme Spark wird hinter dieser Barriere gefangen gehalten. Reißen wir sie nieder, um ihn zu befreien. Mhm. Das ist nicht unser erstes Bob-Omb-Rodeo. Erstens Rasereiangriff auf sie ausführen. Zweitens sie hochheben. Drittens auf die Barriere werfen. Den Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. Mhm. Ja, das hört sich doch dann machbar an. 8 von 8 Lebenspunkte hat das Ding. Also 8 Bob-Oms muss ich draufwerfen. Okay. Ja, es kommen schon trotzdem viele Gegner hier vor. Muss ich schon ein bisschen Acht geben. Aber ich glaube, das schaffen wir. So, ich nehme einfach mal nur die Standard-Mario-Charaktere mit. Das hatten wir auch noch gar nicht. Und die werden wir schon hinkriegen. So, los geht's. Okay. Mich würde interessieren, was passiert, wenn ich den Bob-Omb hier nehme, da hinten hinschmeiße, sodass die alle explodieren, ob dann sogar die Rabbids-Gegner, die da stehen, auch gleich mit explodieren, ob die Reichweite da reicht. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das klappen würde. Ich könnte sogar das relativ safe machen, weil ich könnte erstmal hier die Barriere von Peach einsetzen, wo ich ja, glaube ich, komplett unverwundbar bin. Zwei Ladungen sogar, das ist ja ziemlich krass dann. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn Mario da offen rumsteht oder so. Machen wir das mal einfach, jo. Sehr schön. Okay, will ich noch was anderes machen? Buffen oder so? Ich meine, buffen könnte Peach auch gleich. Angreifen will ich mit Peach, glaube ich, nicht. Ja, buff auch mal gleich noch, warum nicht? Schön gleich alles raushauen, was ich so habe in Runde 1, ist bestimmt klug. Okay, dann gucken wir einfach mal. Ich teste es jetzt mal. So, los geht's.
Zack. Mitnehmen. Mitnehmen, bitte. Und, genau, ich treffe den. Und dann ja auch den hinteren. Und dann hoffentlich auch die Rabbits. So, zack, zack, zack. Ja, hat funktioniert. Die leben zwar noch, aber der Plan hat an sich funktioniert. So wollte ich, dass es klappt. Okay, nice. Genau, also ist es ja wirklich so, ist es jetzt egal, wo ich stehe, oder? Weil ich nehme einfach keinen Schaden. So. Aber halt für zwei Ladungen. Also zwei Ladungen heißt wahrscheinlich zwei Angriffe. Wenn viele von den Gegnern auf mich gehen, dann habe ich vielleicht schon ein Problem. Okay. Genau, Luigi übrigens, ich meine, ich habe ja Heldensicht auch noch und so. Das ist ja mega einfach, der Kampf. Glaube ich. Ich sollte mich nicht zu früh freuen, aber ich glaube, der ist einfach. So, ich gehe mal auf den hier und hoffe einfach mal, dass ich den kille. So. Ne, warte mal, stell dich Männern schon hier hin. Okay. Jo. So, triff. Wunderbar, Luigi. Mann, du Vollidiot. Warum trifft der denn nicht? Kann Mario hier jemanden treffen? Ja, kann er. Okay. Ich könnte versuchen, noch ein bisschen näher ranzugehen. Ja, nee, ich bleib mal hier stehen. Ja, passt schon. Ich meine, ja, ein bisschen kacke ist es schon, weil ich würde gerne einen Schuss auf beide machen, damit ich eine Chance habe, beide gleich auszunocken. Nee, dann gehe ich halt nur auf den einen. Ich könnte auch beide Schüsse auf den machen, damit ich den wirklich sicher killen kann. Ja, ich mach das. Okay. So. Okay. Natürlich haben wir jetzt beide getroffen. Wunderbar. Okay, und Heldensicht machen wir auch noch, oder? Ja, warum nicht? Alles rausspammen. Luigi macht seinen Eisenblick auch gleich noch hinterher. Natürlich macht er den. Los geht's. So. So dumm ist es wirklich gar nicht mal, finde ich. Weil meistens ist Runde 1 eigentlich am schwierigsten, weil da halt noch am meisten Gegner vorkommen. Und ich besiege die halt nach und nach, die Gegner. Und dann wird es immer einfacher. Deswegen ist es schon sinnvoll, finde ich, wenn ich in Runde 1 gleich viel raushaue. So. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass sich die Bob-Oms zuerst, zuerst bewegen. Das ist kacke, weil jetzt habe ich das natürlich verschwendet. Gegen die. Wäre mir lieber gewesen, wenn ich die Rabbits hier hätte getroffen hätte. Naja. Null Schaden. Mhm, nice. Wieder null. Warum treffen die eigentlich alle? Dein Ernst jetzt? Ich habe 50% Schutz. Aber trotzdem, beide Ladungen von Mario haben sich rentiert. Okay. Halten eigentlich jetzt die auf Luigi zum Beispiel noch an? Nee, oder? Nee, genau. Es gilt nur für eine Runde. Aber halt zwei Treffer. Das ist ja voll OP dann. Krass. So, ja, dann war sogar das mit der Heldensicht dumm. Weil wenn ich jetzt hier einen Bob-Omb hätte, dann könnte ich die halt alle gleich auf einmal kalt machen. Okay, vielleicht kriege ich es ja trotzdem noch hin, dass ich zu dem Bob-Omb da hinten hingehe. Und den dann da drauf schmeiße. Das wäre schon ziemlich cool. Okay, warte mal. Peach, Mario kann am weitesten kommen. Und dann kann Mario von Peach wegspringen. Dann kommt er, glaube ich, weit genug. Das dürfte, glaube ich, passen. Ja, ich glaube, das klappt. So, Marios Range. Hier so ungefähr. Das passt, oder? Ja, kann sogar noch weitergehen. Genau, Peach kann ganz an den Rand gehen sogar. Genau. Okay. Ja, los geht's. Wahoo! Perfekt. Okay. Ich kann mich sogar noch hier dann verstecken. Das ist wunderbar. Und Peach kann dann gleich nämlich noch die angreifen und dann werden die alle sterben. Ja. Okidoki. So. Also ich muss ja eigentlich das Tor da treffen, ich weiß schon. Aber wenn ich erstmal die Gegner hier... Crit sogar. Weiß, wenn ich die Gegner erstmal ausnocke, dann ist es auch gut, finde ich. Dann habe ich da erstmal... kann ich das Ganze erstmal sicherer machen. Okay. Luigi... Ich meine, den da hinten kann ich ja sowieso nicht treffen. Aber der kann mich hier... Ja, ich gehe sogar hinter den vollen Schutz, glaube ich. Luigi bleibt mal zurück einfach. Ist schon okay. Den will ich nicht angreifen, den will ich ja gleich benutzen, den Bob-Omb dann. Deswegen Luigi bleibt hier. Und Peach wird... Kann sogar auch zurückbleiben. Ja. Ja, die sollte schon ein bisschen näher rangehen vielleicht. Der da hinten, der kann mich eh nicht treffen. Auch wenn der herläuft, glaube ich. Also der da aber, stimmt. Der da kann mich treffen. Aber ich glaube, hier kann er mich auch nicht treffen. Der ist zu weit weg für mich. Okay, dann passt es, glaube ich. Jo. So, der kommt näher. Mhm, perfekt. Der kann Peach nicht treffen, richtig? Doch, cool. Falsch eingeschätzt. Der kann Peach auch nicht treffen. Das stimmt, aber dafür Mario. Okay. Ja, ist ja egal. Passt schon.
Warum kommen da normale Gegner und keine Bobombs? Okay, da ist noch einer. Und da ist auch wieder ein Portal und noch eines, okay. Gut. Ja, dann ist die Mission schon doch ein bisschen stressiger, als ich dachte. Muss ich zugeben. Kann ich den hier ausschalten? Sicher? Nee, gell? Nee. Okay. Aber ich habe die Heldensicht wieder. Für Mario, das ist gut. Das ist nur sehr blöd, dass sich Bobombs zuerst bewegen immer. Sogar ziemlich blöd. Vielleicht kann ich schaffen, dass ich den hier angreife und aber auch die Barriere. Will das mal? Ja, schaffe ich. Nice. Zack. Sehr gut. Peach kann dann. Peach macht doch relativ viel Schaden, oder? Vor allem, wenn sie auf die Nähe angreift. Kann sie den hier killen? Instant. Nein, wenn ich noch näher rangehe, vielleicht aber. Ich meine, Mario hat ja aber auch noch einen Schuss und damit reicht es ihm auf jeden Fall. Deswegen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay. Genau, dann geh mal du, Peach, näher ran. Ja, komm, Mario. So, okay. Okay. Ich sollte nur nicht die Barriere hier kaputt machen, wenn das geht. So, mach ich die jetzt kaputt? Vielleicht. Egal. Zack. Nee, mach ich sogar nicht. Okay, das ist gut. Dann Mario. Stellt sich mal hier hin. Mhm, perfekt. Und wird den hier einmal angreifen. Und den anderen 0%. Warum habe ich da 0%? Verstehe ich nicht. Warum kann ich den von hier aus denn nicht treffen? Ergibt irgendwie keinen Sinn. Okay, dann geh halt einfach hier so ganz weit hinten hin. Dann ist er da schon auch safe. So, zack und zack. Rums. Okay. So, ich meine, ich könnte mit Luigi eins der Portale zumindest wegsnipen, damit da nicht ganz so viele Gegner auf einmal kommen. Aber, nee, mir ist ja eigentlich ganz recht, wenn, ja, obwohl, ich meine, hier, das ist schon auch ein weiter Weg, wenn hier ein Bobomb rauskommt. Ja, ich snipe, glaube ich, das hier weg zumindest. Der da oben kann mich da nicht treffen, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ich bin eh zu nah, ich bin viel zu nah dran. Kann ich es überhaupt kaputt machen, das Ding? Kann ich eh gar nicht. Ja, okay, nee, dann mache ich es doch nicht. dann bleibt Luigi einfach mal hier so stehen. Ja. Passt. So. Mhm, den kann ich gleich benutzen. Da kann ich auch wieder einen Double Hit eventuell machen. Sowohl die Barriere als auch den Gegner treffen. Das wäre gut. Okay. Sondern von unten, was kommt da alles? Normaler Gegner und wieder ein Bobomb wahrscheinlich. Ja, okay. Oh, das ist ekel für Luigi. Oh, oh, oh. Oh, 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 jetzt wird's doch noch brenzlig. Jetzt wird's doch noch brenzlig. Okay. Also erstmal, Peach macht Action. Jo. Soll wieder beides treffen, bitte? Shit. Ja, passt. Gerade so. Stand ich richtig. Wunderbar. Was macht denn mit Luigi jetzt dann gleich? Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, ich muss gleich wieder Heldensicht und so benutzen. Dann werde ich eventuell wieder Bobombs auch treffen, was eigentlich nicht so cool ist. Aber das kann ich, glaube ich, jetzt nicht ganz verhindern, leider. Nein, mit Luigi hier hingehen ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich kann das halt nur nicht besiegen. Hier. Ich meine, aber es ist trotzdem ganz cool, weil aus den Portalen kommen ja immer zuerst die Rabbits raus. Und den, der läuft dann, den kann ich dann besiegen. Und den Bobomb danach treffe ich dann nicht mehr mit Luigi. Das ist eigentlich sogar sehr sinnvoll. Ja, dann machen wir das. Zack. Also ja, okay, das ist natürlich jetzt unter der... Ja, okay, das war jetzt schon blöd. Unter der Voraussetzung, dass jetzt der Rabbit, der da rauskommt, schon Schaden genommen hat. Das weiß ich ja nicht, ob das so funktioniert. Wahrscheinlich sogar eher nicht. Dann war es doch dumm. Egal. Egal. Okay. Jetzt der da hinten ist noch übrig. Aber die, genau, die Barriere ist schon ein bisschen kaputt von dem. Deswegen, Moment, den kann Mario besiegen. Weil er macht mit dem ersten Schuss die Barriere kaputt und mit dem zweiten killt er ihn dann. Ist doch so, oder? Da steht 0 Schaden. Es dürfte doch so funktionieren eigentlich, oder? Dachte ich. Hm. Ich probiere das jetzt mal, ich will das wissen. Mach doch mit dem ersten Schuss die kaputt. Dann treffen wir.
Ne, die hält mehr aus, die Barriere. Okay. Na gut. Dann halt nicht. Ich meine, apropos Barriere, die könnte ich wieder machen. Auf Mario zumindest. Luigi kriegt die nicht ab, leider. Oder? Ja, sogar fast. Papa, ich kann mich sogar so hinstellen, dass beide erwischt werden. Peach selber wird da ja wird da auch erwischt, oder? Das heißt, alle sind jetzt dann einfach quasi unverwundbar. Machen wir das doch. Dann ist sowieso easy. Okay. Ja, und dann ist auch egal, wo ich stehe eigentlich. Weil ich werde nicht mehr als zweimal getroffen von irgendwem. Ja. Dann bleibe ich mal hier so mittig stehen mit Peach. Und alles easy, glaube ich. Oder? Ja, das war natürlich jetzt wieder kacke, dass ich da immer ein paar Bombs treffe damit. Egal. Oh oh. Nix, oh oh, Peach. Alles easy. Ja, du brauchst keine Hilfe. Ist doch alles easy. Ja, okay, jetzt ist vielleicht nicht mehr so easy. Ja, okay. Ich habe nicht gedacht, dass da noch einer irgendwie kommen würde. Und den treffe ich jetzt auch nicht. Der kann auch nochmal Peach angreifen. Ne, Luigi. Okay. Aber der nimmt 0, genau. Okay, jetzt wird's bisschen ekelhaft. Jetzt kommen doch für meinen Geschmack ein bisschen zu viele Gegner auf einmal. Okay. So, aber ich krieg das trotzdem hin. So, kann Peach von hier aus... Ja, den hinteren kann ich wieder nicht treffen. Kann ich mich irgendwie so hinstellen, dass ich beide treffen kann? Also, ja, könnte ich schon. Ich stehe nur nicht... Mit Marios Hilfe aber würde es gehen. Okay. Okay, das ist gut. Und kann Luigi den Bob-Omb erreichen? Nee, viel zu weit weg. Aber den hier kann ich mir mitnehmen. Und den kann ich dann da hinten drauf... Also ich muss jetzt wieder ein paar Bob-Ombs zerstören erstmal. Weil ich habe jetzt zu viele Gegner aktuell und muss ein bisschen die loswerden. Okay, aber das ist in Ordnung. Dann erstmal den hier. Und ich will wieder die Barriere treffen und den oberen von den beiden. Okay. So, richtig positionieren. Okay, passt. Zack. Gut. So, da muss Peach ein bisschen näher ran, damit sie mit ihrem Blaster beide treffen kann. Da oben ist ja auch kein Gegner mehr, deswegen, wo sie da oben steht, ist egal. Passt. Okay. Und die anderen beiden, die werde ich auch besiegen. Deswegen ist auch nicht schlimm, wenn Peach hier offen rumsteht, glaube ich. Okay, los geht's. Zack. So. Kamera? Okay. Mario. Ne, genau, Luigi würde ich zuerst machen. Luigi nimmt sich den Bob-Omb und wird da oben halt ein bisschen Action machen. So. Und los. Rums. Rums. Ja. Easy. So, alle Gegner sind, glaube ich, besiegt. Okay. So, jetzt muss ich neue Gegner erscheinen lassen. Aber wenn jetzt halt immer nur ein Gegner pro Zug kommt, oder also halt ein Rabbit-Gegner und ein Bob-Omb, dann ist es ja sehr einfach. Okay. Ja, dann passt der Rest, glaube ich, schon. Jo. Ah, ne, da ist noch einer. Mann. Ja, ich habe das nicht gesehen, dass da noch einer ist, okay. Mega unnötig. Und der kann so weit ziehen? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich weiß, dass ich viel Scheiße mache. Ist mir schon klar. So, neue Portale. 3 neue. Okay, das ist kacke. So, den hier kann ich sogar killen. Easy. Stirb. So. Den Bob-Omb würde ich ganz gerne ein bisschen näher ranlassen. Ja, es sollten nicht aus allen Portalen jetzt Gegner kommen. Das wären dann zu viele. Zumindest eins von den Portalen sollte ich zerstören. Das obere wahrscheinlich. Mit Luigi und Peach. Ja. Ja, machen wir das. Das reicht dann, glaube ich, wenn ich beide benutze. Das dürfte schon passen. Jo. Zack. Okay. Und Luigi von... Kann Mario dann gleich den anderen Typen da besiegen? Ja, geht so. Aber Peach... Moment, okay. Kann ich mit Mario und Luigi so noch kurz hinlaufen, dass die beide gebufft werden? Das hätte ich gerade eben schon machen sollen. Aber egal. Ja, reicht. Okay, nochmal. Okay. So, jetzt wird Mario dann gleich den hier besiegen können. Jetzt aber. Ohne aber den Bob-Omb anzugreifen.
Ja, wenn ich beide halt auf ihn mache. Das reicht sogar nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber das reicht. Das reicht. Los geht's. Zack, zack. Wunderbar. Okay. Und Luigi wird noch eben das Portal da hinten wegmachen. Ich kann das doch von hier aus irgendwo treffen, oder? Ja, hier. Hier. Und weg. Okay. So, ja, passt. Mario wird sogar hier wahrscheinlich wieder getroffen, weil die können viel weiter laufen, als ich denke. Das ist ein bisschen nervig. Aber gut. Ist auch dann doch kein so einfacher Kampf, muss ich sagen. So, trifft der Mario? Ne, trifft doch nicht Mario. Okay, perfekt. Wunderbar. Da kommen auch wieder welche. Der geht sogar zurück, das ist sehr gut. Dann muss ich mir um den gar keine Sorgen machen. Neues Portal. Neues Portal. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen stressig. So, das kann ich von hier aus erreichen, oder? Glaube ich, mit Mario. Ja, das dürfte schon gehen. So, nimm. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Aber das war auch alles so dumm, was hier passiert. Also komm schon. So eine Kacke, Mann. Ich hasse es. Also, da ist ein Portal, das zerstöre ich, glaube ich. Und da hinten wieder. Okay. Ja, das da hinten muss ich fast zerstören. Sonst sind es wieder zu viele. Ich will mal Mario da in Sicherheit bringen. So. Wuhi! Hier so hin. Okay. Luigi kann sogar... Könnte sogar auch wieder einen Teamsprung wegmachen von Mario. Das wäre ganz gut. Dann kann Luigi nämlich noch da hinter diesem Block gehen. Okay. So. Peach greift mal wieder das Ding an. Ich kann sogar ein bisschen näher eigentlich hingehen. Weil die da hinten, die können mich alle nicht treffen. Ich bin jetzt wirklich viel zu weit weg. Das ist kein Problem. Passt. Rums. Und Luigi hier zerstört es. Alright. So, jetzt im nächsten Zug. Da werde ich aber wieder einen Bob-Omb bekommen. Glaubt mir. Okay. Passt schon. Da habe ich doch unterschätzt die Mission. Muss ich zugeben. Wie so oft. Aber das ist übrigens cool. Okay. Neues Portal. Neues Portal. Gut. Dann. Also die da hinten, das ist ja safe. Der ist sogar auch safe, glaube ich. Wenn ich mich wieder hier verstecke, dann ist es da safe. Das werde ich wieder zerstören, das da oben. Und wo das andere Portal? Ja, das ist kacke. Hier. Das ist kacke. Aber ich habe die Barriere wahrscheinlich wieder, oder? Ja, okay. Dann macht's ja nichts. Glaube ich. Da kann ich sogar doch vielleicht alle Portale einfach offen lassen. Und dann im nächsten Zug vielleicht fertig werden. Warte mal, schaffe ich es sogar jetzt in diesem Zug schon, mehr als einen Bob-Omb hinzubringen zum Ziel? Ich glaube schon. Also den schaffe ich offensichtlich. Und... Peach ist hier schon gezogen. Okay. Luigi. Ja doch, wenn Luigi hier von Mario abspringt und dann Mario von Luigi nochmal, dann das würde gehen, auf jeden Fall. Dann stehen zwar auch alle offen rum, aber ich habe ja dann die Barriere und dann passt es schon. Okay. Easy. So, Barriere. Los geht's. Ja, es sind vielleicht doch zu viele Gegner irgendwie. Und das könnte trotzdem ein Problem sein. Aber das wird schon alles gut gehen. Ich bin mir sicher, dass das alles gut geht. Okay, so, Luigi wird von Mario wegspringen. Und... ja genau, Luigi nimmt sich den Bob runter. Ja genau, okay. Ja, passt. Wartet. Ja, passt, glaube ich. So, Luigi geht hier oben hin. Passt. Und schnappt sich den hier. So, zack. Und Mario springt von Luigi weg und nimmt sich dann den oberen da. Oder den können wir sogar auch nehmen. Er ist, glaube ich, relativ wurscht. Nimm mal den oberen.
Okay. Und los. So. Nicht Luigi treffen. Zack. Okay, gut. So, ich kann mich sogar noch hier so halbwegs verstecken. Und... Ich meine, Luigi und Mario stehen halt schon sehr, sehr offen jetzt rum. Das ist schon richtig. Aber die können ja auch nicht von vielen Gegnern getroffen werden. Deswegen ist es schon safe, glaube ich. So, und im nächsten Zug will ich dann noch zwei weitere Bob-Oms nehmen. Hier kommt ja einer raus, aus dem Portal hier. Den kann ich dann nehmen. Und den da kann ich zum Beispiel noch nehmen. Okay, stimmt, aber ich muss vor dem ein bisschen weglaufen. Der Bob-Om darf mich nicht entdecken, am besten. Wenn die beide auf Mario gehen, ist ja auch wurscht. So, das können sie gerne machen. Das ist sogar perfekt, wenn die auf Mario gehen. Dann werden die beiden Treffer schon aufgeteilt. Nur der da oben wird halt dann auch noch wahrscheinlich auf mich gehen. Ja, dann, nee, dann geh hier so hin. Okay. Und Luigi, geht hier so hin. Ja, egal. Und Peach geht hier so hin. Das wird schon alles gut gehen. Ich bin mir sicher. So, zack, los geht's. Der kann niemanden erreichen. Okay, gerade so, sehr schön. Der trifft sogar nicht mal, der Vollidiot. Null. Okay, dann ist er wirklich easy. Barriere Nummer 1 für Luigi. Der trifft Luigi nicht. Das war nur die Barriere drauf. Also das war nur der Block, meine ich. Also Luigi hat sogar immer noch eine Barriere übrig von Peach. Ja, das war's. Okay. Und damit haben wir es. Yay! Puh. Aber ich habe doch mehr Schaden genommen, als ich dachte. Und es war doch schwieriger, als ich dachte, weil da dann doch sehr viele Gegner kamen, finde ich. Aber gut. Ja, nimm halt. So. Und zack. Okay. Und Luigi. Whee! Yay! Puh, okidoki. Yay, Schlacht gewonnen. Aber war eine coole Schlacht trotzdem wieder. Ja, hat mir gefallen. Mhm. Ich muss dann aber bei der nächsten Schlacht wieder Rabbit Peach mitnehmen und dann wieder meine Charaktere ein bisschen hochheilen. Es macht Spaß, im Pfützen zu spielen, wisst ihr? Ich bin Eraser! Danke für die Rettung! Lass mich kurz Luft holen, dann können wir los! Von schlimm zu aussichtslos. So, jetzt habe ich, genau, einen neuen Spark. Nice. Den schauen wir uns da mal kurz an. Und aufleveln kann ich den dann auch gleich. So, was kann der so? Da ist er. Alle Raserei-Angriffe werden mit dem Schock-Super-Effekt aufgeladen und fügen 150% Schaden zu. Mhm. Und auch Schockschutz. Der Schaden durch Super-Effekte wird um 20% verringert. Helden sind nicht vom Schock-Super-Effekt betroffen. Okay. Den leveln wir gleich mal auf. Solange ich Sternteile habe, werde ich es, glaube ich, mit Sternteilen machen und nicht die Tränke hergeben. Okay, jetzt macht es 160% mehr Schaden und 25% Schutz. Okay. Gut. Ich will mich aber noch hier kurz umsehen. Weil jetzt kann ich ja, wo das Zeug weg ist, auch hier nach oben kommen. Okay, da ist eine Kanone, die mich wieder zurückschießt. Und sonst ist hier auch nichts mehr. Die Kanone will ich aber eigentlich gar nicht benutzen. Ich will eigentlich ja wieder in den Tempel zurück. Obwohl, vielleicht schießt mich die an einen neuen Ort. Das könnte sein. Aha. Ja, dann nehme ich die mal doch noch kurz. Und selbst wenn sie mich wieder zum Anfangsbereich zurückschießt, ich habe ja auch die Checkpoints und kann mit denen mich ja auch leicht durch die Gegend teleportieren. Da ist was. Eins braucht dieser Pokal nach einer Kupfer-Nickel-Legierung und Sieg. Jetzt riecht er nach scharfen Schweineschwarten-Chips mit Jalapeno-Geschmack. Ist auch so dumm, was man hier mal alles finden kann mit den Texten dann von Beepo. Aber gut. So. Noch ein paar extra Münzen. Aber ja, ich komme wieder zurück. Okay. Dann, Moment. So, und da bin ich wieder zurück im Tempel. Aber dann würde ich damit erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen, hier immer noch im Tempel, aber da werden wir dann den richtigen Weg entlang gehen, wo wir dann eben über den Weg hier vor uns zum Leuchtturm kommen können. Da geht es auch wieder raus, also den Tempel haben wir jetzt quasi komplett so ungefähr. Und dann kommen wir eben hier von unten zum Leuchtturm hin, können dann hoffentlich den befreien und vielleicht den ganzen Planeten beim nächsten Mal retten. Hoffentlich. Mal gucken. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.